Spargel-Spaghetti mit Kirschtomate, Parmesan und Pinien. So isst man Spaghetti. Liebe Leute, hier ist der Kalle mit vollem Mund. Sorry. Wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Für unsere Spargel-Spaghetti brauchen wir natürlich frisch geschälten deutschen weißen Spargel. Für unsere Spargel-Spaghetti wollen wir unseren frischen, ungekochten, also rohen Spargel einfach mal in Streifen schneiden. Das geht eigentlich immer am besten von oben nach unten, das heißt von der Spitze nach unten. Wenn man ein schönes, scharfes Messer hat, geht das praktisch von alleine. Ich nehme meine Griffel da mal ein bisschen weg, dann kann Carmen ein bisschen besser filmen. Einfach so vierteln und wer sich traut und wer Lust hat, schneidet das Ganze noch einmal durch. Je feiner ihr diese Spaghetti schneidet, desto schneller sind sie in der Pfanne nachher auch gar. Das macht ein bisschen Mühe, natürlich, aber das Ergebnis ist sensationell und beim Zubereiten geht's rucki-zucki. So, unsere letzte Stange Spargel ist geachtelt. Das heißt, es sieht jetzt folgendermaßen aus. Man muss ein bisschen aufpassen, wenn man das jetzt zu doll bewegt, die brechen sehr, sehr leicht, weil es ist ja frischer, roher Spargel. Und der sollte knackig sein. Das heißt, jetzt ein bisschen aufpassen, weil das zerbricht unglaublich schnell. In eine trockene Pfanne, ohne Öl, ohne Wasser, geben wir nur ein bisschen Honig. Für zwei Personen als Vorspeise vielleicht so ein Esslöffel voll Honig. Den lassen wir jetzt karamellisieren. Jetzt müsst ihr ein bisschen aufpassen. Der Übergang von goldgelb zu braun-schwarz ist nicht nur schnell, er ist nicht nur gnadenlos, er ist auch fließend. Also bitte aufpassen. Wir wollen aber den Zucker ein bisschen karamellisieren, der Zucker, der im Honig enthalten ist. Wenn das soweit ist, kommt jetzt unser Spargel ins Spiel. Unsere Spargel-Spaghetti, diese rohen, schönen Stiftchen, geben wir da jetzt locker nebeneinander rein. Noch einmal die Warnung. Passt ein bisschen auf, nicht so doll anfassen. Die zerbrechen sehr, sehr schnell und es wäre schade um die ganze Mühe. Ein bisschen frisch gemahlenen Pfeffer dazu, eine Prise Salz und wir drehen die Pfanne jetzt ein bisschen kleiner und lassen das nur so ein bisschen ziehen. An dieser Stelle geben wir frisch gehackten Knoblauch dazu, für zwei Personen eine Zehe mehr als ausreichend. Wer genau hinschaut, sieht, dass die Pfanne jetzt nass geworden ist. Das heißt, der Spargel fängt an zu garen, der Honig zieht Wasser aus dem Spargel und natürlich die Prise Salz ebenso. Und genau mit dieser Feuchtigkeit kochen wir jetzt, schwitzen wir unseren Spargel jetzt gar. Das ist so geil, weil es bleibt alles an Geschmack in dieser Pfanne. Wir haben keinen Kochwasserverlust und gar nichts, sondern es ist alles in der Pfanne. Und schauen wir nochmal rein, Carmen, wenn wir jetzt genau hinschauen, schaut euch diese Spargelspitze an. Sie ist jetzt schon weich, das heißt, sie ist jetzt so gut wie gar. Und das Allerbeste ist, wir können jetzt anfangen zu schwenken, weil jetzt kann er uns nicht mehr zerbrechen. Man hört, das Ganze fängt jetzt an zu brutzeln. Da brauche ich nichts zu probieren. Ich weiß einfach, der Spargel ist gar und jetzt kommen die nächsten Schritte. Da sind sie, unsere gewaschenen, geviertelten Kirschtomaten. Die geben wir da jetzt einfach rein. Schwenken wir jetzt einfach so unter. Kirschtomaten jetzt auch nicht verkochen lassen, sondern es soll ja eine nette, frische Vorspeise werden, wo alles noch knackig und frisch ist. So wie du, Carmen. Danke. Bitte. Frischer Rucola, gewaschen, von den groben Strunkansätzen befreit, geben wir da jetzt oben drauf. Frische Pinien kommen jetzt dazu. Schon nach Italien aus. Spaghetti von deutschen Spargel. Das Ganze ist so gut wie fertig. Was jetzt noch fehlt, ist ein bisschen weißer Balsamico. Damit wäschen wir die Pfanne ab. Damit auch die letzten Aromen hier, und schaut euch das an, wie der Honig jetzt noch einmal freikocht. Carmen, riechst du das? Oh, ich möchte das sofort essen. Das ist Antipasti anders. Lecker! Unsere Spargel-Spaghetti kommen jetzt lauwarm auf unsere Teller. Auf unsere Spargel-Spaghetti jetzt ein bisschen frisch geriebenen Parmesan. Ein wenig Basilikum. Ist immer gut,
immer lecker, ist immer frisch, einfach ein paar Blättchen obendrauf. Da ist er jetzt, unser kleiner Vorspeisenteller von Spargel-Spaghetti mit ein bisschen geröstetem Brot. Super schnell, ihr habt es gesehen, keine große Zauberei, das geht einfach rucki zucki. Oben werden weitere Filme eingeblendet, schaut mal rein, alles zum Thema Spargel. Wir finden, das ist eine echte Alternative. Carmen und ich werden uns das jetzt einverleiben und wir wissen, weil wir das vorher schon mal probiert haben, dass das eine super geile Geschichte ist. Carmen hinter der Kamera, Kalle vor der Kamera, wir beide sagen Tschüss und eins dürft ihr niemals vergessen. Wir haben euch lieb, oder Carmen? Ja, auf jeden Fall. Tschüss. So ist es. Auf Wiedersehen.